Orchesters Colophonia ist, dass wir die Mandoline und die Zupfmusik mit diesem Profi-Orchester auf die großen Bühnen dieser Welt bringen. Zunächst einmal in Deutschland bei den großen Konzerthäusern, denn dort ist sie in den Kammermusikreihen oft nicht vertreten. We zien dat in de concertseries van de grote concertzalen dat mandoline ook steeds meer geprogrammeerd wordt door zijn aparte geluid, zijn speciale kenmerken die heel veel mensen toch echt aanspreken. En waarom dan niet in ensemble vormen, het mandoline ensemble met eerste, tweede mandolines, mandola's, cello, bas en gitaren, heeft zo ontzettend veel mogelijkheden qua klankkleuren en repertoire. Het werd eigenlijk wel hoogste tijd om daar iets mee te proberen op professioneel niveau. Dus dat is wat wij najagen. Auch wenn jeder für sich ein ganz besonderer Künstler ist, der definitiv was zu sagen hat, es ist etwas anderes, wenn man mit anderen zusammenspielt. Das heißt, man muss sehr eine Einheit bilden. Cordophonia steht für mich also für besondere, feine, kleine Klänge, aber eben auch für einen ganz großen Zupforchesterklang. Cordophonia spielt ein ganz breites Repertoire. In erster Linie sind wir daran interessiert, Originalkompositionen für die Besetzung wenigstens teilweise wiederzugeben. Zum Beispiel Antonio Vivaldi hat einige Konzerte für die Mandoline geschrieben, das interessiert uns auch sehr. Aber es gibt auch so tolle Stücke wie Electric Counterpoint von Steve Reich, was auch für E-Gitarren bzw. E-Instrumente, Zupfinstrumente geschrieben ist. Und wir wollen also einmal dieses Originalrepertoire abbilden, aber auch gleichzeitig tolle Transkriptionen präsentieren, die einen quasi neuen Sound einfach in bekannte Werke bringen. Ich denke, wir haben da zum einen tolle Instrumentalisten, zum anderen aber auch eine Besetzung, die unglaublich flexibel ist. Wir sind fünf Mandolin, Cello und sechs Stimmen, die alle sehr beweglich einsetzbar sind. Und für mich wäre toll, auch im Bereich neuer Musik Projekte zu verwirklichen mit jungen Komponisten, die das Instrument und auch diese Orchesterbesetzung in die Gegenwart bringen.